Hallo, wir sind hier in Hannover im Preishotel. Ich bin zum Barcamp in Hannover und habe für eine Nacht mich hier einquartiert. Das Hotel ist noch recht jung, recht frisch, vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren erst eröffnet worden. Ein Low-Budget-Design-Hotel. Für das Zimmer habe ich inklusive Frühstück 70 Euro bezahlt. Ohne Frühstück würde es 59 kosten. Wir schauen uns zuerst mal das Zimmer an. Es ist alles in knallbunten Farben. Die Zimmer sind verschiedenfarbig. Meines ist halt gelb. Ein großes Bett mit zwei Einzelmatratzen. Da es hier mit Ablagefläche ein bisschen eng ist, hat man unter dem Bett eine Möglichkeit, seinen Koffer unterzustellen. Ich habe meinen Kram da auch schon drunter gepackt, damit er hier nicht im Weg rumliegt. Linke Hand noch ein großer Spiegel, der auch dann die Beleuchtung vom Bett entsprechend wiedergibt. Zwei gebogene Lampen am Bett. Links und rechts befinden sich Steckdosen und auf der einen Seite befindet sich auch noch ein HDMI-Anschluss. Da kann man dann von seinem Laptop aus oder so auf den Fernseher streamen. Der befindet sich auf der anderen Seite an der Wand. Auch nicht unbedingt klein. Ein kleiner Schreibtisch mit Stuhl ist hier noch vorhanden. Dazu eine Multimedia-Lampe, die auch Radio integriert hat und irgendwie, keine Ahnung, glaube auch noch zwei, drei andere Sachen kann. Ich glaube, da braucht man dann irgendwie eine 27-seitige Bedienungsanleitung. Ich weiß es nicht. Ich versuche es auch mal irgendwann vielleicht. An der Seite ist noch ein kleiner Haken. Noch ein großer Spiegel, also wer sich hier angucken möchte, findet da mehrere Möglichkeiten dafür. Die Zimmer sind natürlich klimatisiert, wie sich das für ein neues Hotel auch gehört. Das Badezimmer ausgestattet mit, klar, Waschbecken, Toilette und entsprechend einer Regendusche. Ebenerdig, also man kann sagen barrierefrei. Es ist gerade auch wegen dem etwas geringen Platz sicherlich nichts, wo man 3 Wochen Urlaub macht, aber für ein, zwei Nächte, wenn man das Hotel nur zum Schlafen braucht, ist das eigentlich optimal. 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt. Auch alles soweit okay. Mein Zimmer geht nach hinten raus, da ist es relativ ruhig. Es gibt aber auch Zimmer, die vorne zur Straße rausgehen. Das dürfte dann vielleicht, weil das eine Hauptstraße ist, etwas lauter sein. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Frühstück gibt es unten im Erdgeschoss. Da bin ich morgen mal gespannt drauf. Ansonsten ein modernes, schickes Designerzimmer, was mal ein bisschen Abwechslung in den Hotelzimmer einerlei bringt, die man sonst so erlebt vielleicht. Tja, soweit das Preise-Hotel in Hannover.